Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist zu Gast in Wien. Die als Arbeitsbesuch deklarierte Visite ist von großem medialen Interesse und zahlreichen Reaktionen begleitet. Ein besonders wichtiger Termin, laut Viktor Orbán, sei die Begegnung mit Vizekanzler HC Strache. Unser Verständnis ist, dass es in Österreich bislang eine ungarnfeindliche Regierung gab. Es gab also in Österreich eine Bundesregierung, die Ungarn gegenüber feindlich gesinnt war. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt jetzt eine Bundesregierung, die nicht nur fair, anständig ist, sondern auch ein freundschaftliches Verhältnis zu Ungarn anstrebt. Das ist wichtig. Österreich und Ungarn gehören derselben Familie an. Und Feindseligkeiten innerhalb der Familie sind nichts Richtiges. Die alte österreichische Regierung hat Feindseligkeiten innerhalb der Familie angezettelt. Das ist nicht richtig, das bringen wir zum Abschluss. Und so gesehen ist der heutige Tag ein Neustart. Das ist die ungarische Interpretation. Ein wesentlicher Punkt war aber die Frage der Sicherheit und natürlich die Asylproblematik mit der Frage auch etwaiger Quoten. Und für uns beide ist es wichtig, und da sind wir uns auch einig, dass wir von der Europäischen Union verordnete Aufnahmequoten ablehnen. Ich sage bewusst, keinem Land kann und darf man vorschreiben, wie viele Asylwerber es aufnehmen muss. Es muss das Thema sein, dass wir endlich die Außengrenzsicherung zustande bringen und dort auch Mechanismen und Methoden finden, dass diese Außengrenzsicherung effizient gestaltet wird. Und die beiden wichtigsten Themen, die Ungarn berühren, das sind die beiden wichtigsten Fragen der österreichisch-ungarischen Beziehungen. Sicherheit und Entwicklung der Infrastruktur, und die gehören gerade zum kleineren Koalitionspartner, zur Freiheitspartei. Deshalb möchten wir unseren heutigen Gesprächen Betonung verleihen und wir möchten unterstreichen und bekräftigen, dass Ungarn mit allen freundschaftliche Beziehungen anstrebt, mit denen wir gemeinsame Ziele haben können. Wir haben uns natürlich nicht nur über Zuwanderung und Asyl unterhalten, sondern auch über gemeinsame österreichische, ungarische Ziele, etwa bei den Themen Infrastruktur, Innovation, Digitalisierung oder Wirtschaft. Und ja, da ist es uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir die Seitenstraße von Budapest auch Richtung Wien weiterführen, dass es hier einen Investitionsprozess gibt, dass wir im Bereich der Straßen, der Autobahnen, aber auch der Bahnverbindungen hier weiter auch einen Ausbau sicherstellen, weil das für beide Länder förderlich ist. Im Laufe des heutigen Gesprächs haben wir das berührt und wir sind dahingehend einig geworden, dass in den Bereichen Sicherheit und Infrastruktur die zuständigen Minister in den kommenden Tagen und Wochen bilaterale Gespräche führen werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Minister Strache für die heutige Gelegenheit. Ich gratuliere zum Wahlerfolg und ich wünsche ihm und auch Österreich weitere Erfolge.